Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Slime Rancher. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Zusammenkrabbeln, denn mir fehlt es ein bisschen an Geld, muss ich gestehen. Refinery Link allows you to remotely dispose into the refinery. Ah, dann egal wo ich bin, kann ich so eine Box hinstellen. Ich glaube, das brauche ich. Ich glaube, sowas ist bestimmt nicht schlecht zu haben. Etwas verdeutscht heißt so viel, egal wo ich stehe, es teleportiert meine Waren direkt in die Raffinerie hinein. Was ich als äußerst vorteilhaft empfinde. So will ich nicht mehr in die Raffinerie laufen, sondern kann überall, wo ich gerade bin, das Ganze nutzen. So, Kristallberg geht gerade nach oben, und zwar schlagartig aus natürlich. Bombardiert den Markt mit den Ressourcen. Plotmarkt, wunderbar. Und ich sehe schon da hinten. Da kommt nur nach und nach was. So ganz langsam. Heißt, wir müssen uns etwas um die Ocker-Ocker-Frucht hinten noch kümmern. Und. Bang! Neue Sachen. Neue Sachen. Nein, ich brauche nicht. Pokerfrüchte. Die kommen relativ zeitig, möchte ich mal behaupten. Ah, ihr seid doch reif zum Ernten, so wie es ausschaut. Definitiv, definitiv. Brauche ich so ein Multiversum-Speicher? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Na, kommst du ja, dankeschön. Das wollte ich gerade schon sagen, das kann ich nicht so ganz angehen hier. Dass ich mein Essen bereits wert vor mir. Nicht mit mir. So, Karotten. Kriegt ihr noch ein bisschen was rein? Warum nicht? Pokerfrüchte habt ihr zwar noch genug, aber kriegt ihr auch noch ein bisschen was rein. Dann die Ocker-Ocker-Frucht, die kommt. Ah, die kommt hier rein. Wir brauchen Onions immer mit. Des Weiteren nehmen wir die Pink Sams mit. Und schmeißen das ganze Zeug dann mal in die Fabrik hinten rein. Wie gesagt. Wenn ich das andere gekauft habe, wird es auch anders sein, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt zurechtkommen. So, erstmal ihr. Große Essenswanderung. So, dann Pinkblatt. Haben wir rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel kostet denn dieses Rezeptchen hier dafür? Ja, das ist verkehrt. Ich muss immer zuerst alles kaufen, Menschen, denn schon. Wir finden den Link für 1200 gekauft. Das ist mit Hydro Med Station. Pink Teleportation. A set of two teleporters that can be used to create your own quick teleporting. Okay. A set of two gadgets that allows you to remotely transfer resources between two points. Okay. Also the modules into the refinery. Royal Jelly. Brauche ich dafür. So, fängt schon mal an. Sonst habe ich gar nicht. Genauso wie das hier. Okay, heißt, ich muss wirklich anfangen. Ja, da kommen wir rechts zu. Meine Fabrik, meine ganzen Tools und alles drum und dran hinzubauen. Okay. Hier können wir noch einen weiteren hinbauen, bevor es nach unten geht. Da ist gerade nichts los. Euch habe ich soweit eigentlich leer gemacht. Mir betonen auf eigentlich. Immerhin kommen die Sachen ziemlich schnell wieder. Man braucht einfach bloß eine gewisse Anzahl und zack, man ist immer glücklich und hat immer einen gewissen Vorrat parat. Mal aktiv, mal auch welche mit. So wie wir nehmen können, genauso wie hier die Kristalle, fertig. Es heißt, Mouse Blanket soll es sein danach. Sage ich so nicht nein dazu. Erstmal natürlich den Speicher leer machen. Denn warum nicht? Dankeschön. Wunderbar. Hat was. Fertig. Okay, Mouse Blanket. Die brauchen noch ewig unter Tag, bis sie fertig sind. Okay, heißt, wir gehen erstmal kurz schlafen. Weil kommt ja wieder eine neue Technologie. Wer weiß, wer weiß.
alte Steinhenne bräuchten wir hier auf jeden Fall. Beziehungsweise. Hier kommen alle hier rüber. Roaster, Roaster, Roaster. Jupp, das ist so. Sag mal. Warum bist du eigentlich immer noch hier? Ihr seid omnipotent. Hier, bitteschön. Dürfte euch doch richtig gut gefallen, was ich euch hier zu essen gebe. Danke. Einmal nach Hause. Sieb ans im Morning. Sind hier bloß ein paar Stunden. Return. Und auf geht's zum Most Blanket. Hallöchen. Ah, oder doch noch nicht ganz. Doch noch nicht ganz. Die ganzen Früchte müssen aufgesammelt werden, weil sonst sind sie weg vom Fenster. Jetzt kann man die echt wegschmeißen. Und das möchte ich eigentlich eher weniger machen. Wäre gerade froh, dass ich so viele Nahrungsmittel habe. Dankeschön. Hot Onions. Das ist ein reines Kartenfeld, brauche ich nie wieder machen. Die kommen auf jeden Fall. Hier kommt auch noch alle mit. Komm, wenn ich schon mal hier bin, dann nehmen wir auch alles mit. Na komm. Saug das Zeug ein. Zum Glücklichsein. Ja, kannst du alles nehmen, passt schon. Das, was ich nehmen wollte, habe ich bereits genommen. Nie wieder Karotten farmen. Lieber nur wunderschöne Zwiebel farmen. Und die Orkas sind. Yep, eigentlich auch soweit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Leutchen ja schon mal voll pumpen. Ihr wart die Pokofrüchte-Fraktion. Ihr geht eigentlich unter den Pokofrüchten. Aber egal. Ihr seid meine Karottenfraktion. Habis und Onions waren weiter unten. Da komme ich gleich noch dazu. Zuerst aber die Ocker-Ocker-Früchte. Sind diese Ort-Onions vielleicht einfach nur. Vielleicht so ein kleines Schmankerl, kann man sagen. Weil ich jetzt von diesen. Ocker-Ocker-Früchten immer mehr bekommen, dann warum nicht? Wunderbar. Hier sammeln die weiter an. Und ich bin weg vom Fenster. So, und wie immer, ich möchte jetzt direkt mal hingehen und meine Bohrer machen hier. Pokerfrüchte wart ihr. 1, 2, 3. Ocker-Ocker und der Rest ist unten. Heartbeats kann man mit nach unten nehmen. Warum eigentlich nicht? Ocker. Und Onions. Das gefällt euch bestimmt. Auch Blueberries. Ja, hatte ich aber auch. Als hätte ich euch nicht schon viel vermisst. Ich weiß ganz genau, dass da oben eine ist. Dankeschön. Einmal über den Haufen gedengselt. Das ist so, Blueberries wolltet ihr hier haben. Ein Farmerleben hört niemals aus, wie es ausschaut. Dankeschön. Wenn ihr mir jetzt noch ein bisschen was gebt, dann bin ich ja auch nochmal ein Stück weit wieder glücklicher mit der Welt. Aber ich muss echt anfangen, Ressourcen abzubauen. Also zum Glück, wir haben es erst 10 Uhr morgens. Eine geruhsame Zeit. So, erstmal ihr hier. Alles, was ihr wollt. Wunderbar. Küste blurt, normales blurt. Können wir vielleicht direkt noch einen weiteren bauen. Oder kann man das vielleicht? Natürlich, natürlich, wenn schon, dann schon. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da am besten hin? Ich komme dorthin. Wenn ich über die Farm laufe. Ich habe schon wieder zu viele Hähne hier drin. Das ist nicht gesund für euch, wie ist das eigentlich? Auch besser. Da muss ich einmal in die Richtung laufen. Oder zack, ich überlege gerade, ja, ich bin richtig. Ich bin richtig. Hup. Aus der Bahn, Hühnchen. Aus der Bahn. Hier, wunderbar. Genau da wollte ich hin. Genau die Abkürzung wollte ich nehmen. Ups.
Ich finde da sogar noch irgendwas. Weil Bonk hat gar nichts. Bin zufrieden mit der Welt, so wie es ist. Ja, einmal noch ein bisschen rennen. Kann vielleicht noch ein bisschen mehr Sprint vertragen, denn ich meine, jetzt arbeiten wir jetzt schon so lange hier, aber irgendwie unsere Ausdauer hat sich nicht mehr verbessert seit Neuestem. Nope. Ich finde es eh doof, dass Rennen Ausdauer verbraucht. Bei Fliegen kann ich es ja verstehen. So, Treibstoff und alles drum dann aber so. So. Installieren. 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 So viel installieren, wie wir nur hinstellen können. Und danach einfach nur verschwinden. Ja, gucke mal. Und da oben kann man hinstellen. Wunderbar. Mehr haben wir aber nicht. Sie sind in der Tür, ab nach Hause. 21 Minuten braucht das ganze Ding. Uiuiui. Das ist lange, das ist ziemlich lange. Hier ist gefährlich. Ja, es darf ruhig hier gefährlich sein. Ja, den gefällt eines, so einiges nicht. Stehe ich immer wieder aufs Neue fest. Ich glaube, es ist... Eine grüne Kapsel. Eine grüne Kapsel, man muss nur wissen, wo. Guerilla-Henne? Wir werden gucken. Bum, bum. Süß. Bitte einmal öffnen. Was ist da drin? Was ist da drin? Schnell, geh weg da. Geh weg da. Boom. Amber Slime Lamp. Okay. Etwas Dekoratives. Nicht das Schlechteste von der Welt, aber... ja, gut. Immer das Hemd. Ich hätte etwas Besseres, Schönes erwartet, aber... Und was ist das eigentlich hier? Ich war mal hier. Was zum Henker? Hallöchen. Hoho. Hoho. Ihr seid aggressive Leutchen. Ihr seid aggressiv und groß. Ihr seid... Au, ihr seid richtig aggressiv und richtig groß sogar. Aber ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ich habe was Neues entdeckt. Yippie. Ihr kommt bereits groß und aggressiv raus. Okay, au, 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 au. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön. Einmal rüberfliegen. Für ist das, ihr Hunde? Okay, das ist mir neu. Und ich sehe da hinten etwas. Ich sehe da hinten etwas. Ist das noch schon irgendwas? Nein. Das ist definitiv. Komme ich da irgendwie hoch? Definitiv etwas Neues für mich. Ich hätte gedacht, ich hätte schon alles gesehen hier hinten im Eck. Aber nein. Da habe ich mich aber sowas von getäuscht. Ja, Dankeschön. Komme ich jetzt da hoch? Okay, muss mich kurz mal regenerieren. Etwas Kraft tanken. Um dann hier hochzukommen. Okay. Ich hätte schwören können, hier war was. Da war ich echt so blind. Lass mich nochmal hier runter gucken. Lass mich nochmal hier runter gucken. Yep, das, da habe ich mich, glaube ich, verguckt. Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Na gut, kann ja passieren. Kann ja mal passieren. Wichtig ist, nach Hause finden. Das ist wirklich wichtig, weil ich gerade nämlich echt kein blassen Schimmer habe, wo ich bin. Na, ihr seid uninteressant. Von euch brauche ich nichts so weit. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Eine Handvoll süßes Tappis. Da war ich hier vielleicht schon mal und ich hab's, weiß einfach nur nicht mehr. Kann natürlich auch sein. Was bist du denn hier? More Advanced Treasure Carrier, das war so klar. Da finde ich... Moment. Da finde ich mal was. Und dann kommt sowas bei raus.
Ich meine, Tabis, habt Spaß da hinten, habt Spaß. Ich muss erstmal wieder den Weg nach oben finden. Was bist du denn für eins? Ein Chukadu, ein ganz normales. Weg mit dir. Ganz normale Chukadus, die gibt's überall im Handel. Also nur noch Massenware. Ihr seid nichts mehr Besonderes hier. Ich hätte einfach nur hier oben drüber laufen müssen. Da wird ja wahnsinnig. Das ist der Wahnsinn. Blaue Slime-Lampe, bitte from. Oh. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab. Au! Das wäre jetzt definitiv nicht nötig gewesen. Ich meine, ich finde es toll, dass ihr euch so gut amüsiert als drunter, aber das wäre definitiv nicht nötig gewesen. Das wiederum brauchen wir, genauso wie ihr. Dann gehen wir ans Plurk machen und ans weitere Herstellen von. Dankeschön. Von Bottom und ähnlichem, damit wir ein paar interessante Sachen bauen können, würde ich mal behaupten. So, Pink Bird, dankeschön. Die Sachen kommen danach. Euch geht's auch soweit gut, wunderbar. Sagen wir, die Hähne nicht ausgehen, ist ja schon mal alles gut. Ach, ihr seid fertig mit der Welt. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Ein winzigen Augenblick. Das heißt wahrscheinlich, dass die Kristallviecher auch demnächst schwächer sind. Hm. Hätte es mich noch gefreut gehabt, wenn ich wirklich in diesem Küstelquery was machen hätte können. So, dankeschön. Nichts Neues. Ah, die sind mehrfach verwendbar. Wunderbar. Das heißt, die haben wir einmal. Und können aber verwenden bis zum Umfallen. Okay, du gehst hier mal rein. Genauso wie du hier reingehst. Ich glaube, euch geht es noch gut. Euch geht es nicht mehr so gut. Ihr braucht Essen, würde ich mal behaupten. Und das wahrscheinlich ziemlich bald. Da müssen wir extra für euch mal hier ein Feld oder sowas anlegen. Ich finde doof, dass der Plurk sich nicht ausbreitet auf die anderen Speicherzellen. Das wäre nämlich einiges leichter dann, wie was hinzudeichseln. Ja, die sind ganz schön verfressen, so viele Pink Slimes. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal zu den anderen runter. Vielleicht können wir da ja irgendwas anbauen für euch. Ja, bestimmt nicht das Verkehrteste auf der Welt. So, zu Ockers gibt es hier noch. Ein bisschen radioaktive Strahlung, denn warum nicht? Das kann man immer gut gebrauchen. Ihr habt hier nichts mehr momentan. Joyce, rein mit dir. Und da behalten wir am besten immer noch ein bisschen was in Reserve für schlechte Fälle. Mangos hätten wir sogar noch hier übrig. Okay. Mangos ist natürlich auch noch etwas. Phosphorplug auch noch mitnehmen. Und von weiter oben hatten wir noch das gute. Gut, damals, was wir brauchen. Hatten wir noch hier, ja. Ah, Tankapfel, wunderbar. Ich mal gucken, ich glaube, wir haben nicht das, was wir bräuchten. Um diesen Plurk-Injektor da zu bauen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es so wäre, aber zweifle ich jetzt gerade irgendwie ganz stark. Dankeschön. Und es wäre gewesen. Refinery. Royal Cherry. Keine Ahnung, wie man das zusammen macht. Okay, Pumpen. Advanced Pumpen. Können wir ein paar Stück bauen. Brauche ich noch ein paar mehr Tabby-Sachen, aber gut. Aber gut. So, hier. Pumpen waren hier zu Hause auf jeden Fall. Wunderbar. Für euch brauche ich noch irgendwas zu essen. Das lässt sich auch noch arrangieren. Ich würde mal sagen, wir gehen bei euch auf. Boah. Was machen wir da am besten? Erstmal tun wir die ganzen Hühner weg.
genug davon da. Genauso wie. Uiuiui. Junge, Junge, da ist genug da. Da ist genug da. Chickadoos. Reinpumpen. Ja, ihr reicht aus. Ihr reicht aus. Um denen hier ordentlich was zu essen mitzugeben. Haben wir denn noch irgendwelche Früchte hier momentan? Natürlich. Zumindest etwas. Wenn wir schon sonst nichts haben, wir haben jede Menge Pogo-Früchte. Und da ist gar nichts momentan. Ah, ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Da ist auch nichts drin. Hat alles gleichzeitig aufgehört, oder was? Das bildet da oben noch was drin. Auch ein. Oh, Mann. Heißt, ich muss diese wilden Onions irgendwo herfinden, oder was? Okay. Zwiebeln sollen es sein. Zwiebeln, die sind ja so fein. Aber wie ich die finde, wie ich die rette und was ich damit anstelle, das erfahrt ihr in der nächsten Aufnahmerunde. In dem Sinne hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könnt. Bis dahin, macht's gut. Hören wie immer. Tschüss.